türkischen Supermarkt Adese in Berlin. Dort habe ich mich mal umgeschaut. Guckst du. Heute schauen wir uns mal im türkischen Kaufhaus Adese um. Kommt mal mit. Malette, kommst du nicht rein. Hier gibt es viele typische türkische Produkte. Zum Beispiel Multikulti-Vitaminsaft oder Red Istanbul. Oder auch Schokokrassi. Sagen Sie mal, wie viele Nüsse haben wir denn so? Zwei. Ihr habt ja alles hier, ne? Ihr habt zum Beispiel hier einen Bäcker, ja? Türkisches Reisebüro. Ihr habt hier einen türkischen Musikladen. Wo ist denn eure BMW-Abteilung? Hier im türkischen Kaufhaus gibt es alle möglichen exotischen Produkte aus orientalischen Ländern. Wie zum Beispiel dieser Käse hier aus Dänemark. Hier gibt es sogar richtige Multikulti-Einkaufswagen. Zum Beispiel hier. Können sich die Italiener hinsetzen. Entschuldigung, wie heißt denn diese Speise hier? Baklava. Und wie heißt es, bevor es in den Ofen kommt? Teiglava? Wörterbücher gibt es auch bei uns Türken. Die sind allerdings flüssig. Hier. Lügen. Guten Tag. Bitte. Ich möchte gerne verreisen. Wohin? In Türkei? Ja, bitte. Wie viele verschiedene Olivensorten gibt es hier eigentlich? Grün und schwarz. Grün und schwarz. Grün und schwarz. Was machst du da? Der springt nicht an. 1040 bis 1040. Ja, was macht das? 2080. 10 drauf. 2090. Plus 10. 3000. Einige Produkte werden auch in türkischen Arbeitslagern gefertigt. Die heißen dann Gülak. Was trinkt eine Kuh? Milch. Oh, Reinhold Messner hätte mal hier hinkommen sollen. Hier gibt's genug Yetis. Wie nennt man einen türkischen Metzger? Krass. Mahmet. Hm? Kann man das auch schon? Ja. So, ich brauche hier noch ein bisschen Geld und das hier werde ich verkaufen. Ich weiß, die Türken sind sehr gut im Handeln, aber ohne Falschen gehe ich hier nicht raus. Oh, das ist gut, das ist richtig gut. Doch, das ist richtig gut. Das ist richtig gut. Das ist toll, sehr gut. Toll, toll. Ihr habt doch gesagt, ich komme ohne Falschen hier nicht raus.